Hallo und herzlich willkommen zu diesem Outriders Video. Heute kläre ich die Frage, was Outriders überhaupt ist und was es nicht ist, ob es ein Spiel für euch sein könnte und ob ihr es in den nächsten Monaten im Auge behalten solltet. Wenn euch das interessiert, seid ihr hier genau richtig, bleibt doch einfach dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13 Gaming, mein Name ist Sebastian und auf meinem Kanal dreht sich alles um Looter, Shooter und Open World Games und wenn euch das Thema genauso interessiert wie mich, dann bleibt doch einfach mit einem Abo mit dabei. Aber jetzt dreht sich alles rund um Outriders. Was ist Outriders? Was könnt ihr von dem Spiel erwarten? Was könnt ihr davon nicht erwarten? Das möchte ich euch hier beantworten. Ganz kurz und ganz knapp gesagt wird Outriders von dem Studio People Can Fly entwickelt und von Square Enix gepublished und ist ein RPG-Shooter. Also ein storybasierter Shooter, den ihr sowohl im Singleplayer komplett durch die Kampagne spielen könnt oder aber auch im Koop mit bis zu zwei weiteren Freunden. Der Fokus liegt hier ganz klar auf den Fähigkeiten der vier verschiedenen Klassen, zu denen komme ich auch gleich noch im Detail, dem Loot, den ihr im Spiel bekommen könnt und weiter ausbauen und verbessern könnt, und der reinen PvE, also Singleplayer und Koop-Erfahrung in der Story-Kampagne, die euch ca. 30 Spielstunden beschert. Laut dem Entwickler selber sind aber auch die Nebenmissionen so einzigartig und eigenständig, dass sie eure Spieldauer verzwei- oder sogar verdreifachen können. Wenn das so wirklich hinhaut, dann hätten wir so circa 90 Stunden Story-Content vor uns. Outriders ist weder Free-to-Play noch ein Game-as-a-Service, das heißt, ihr kauft das Spiel und kriegt ein fertiges Produkt. Es gibt keine Microtransactions und Erweiterungen sind erstmal keine geplant. Ich denke aber, wenn das Spiel gut ankommt, wird sich an dem letzten Punkt vielleicht noch was ändern. Outriders bietet ausschließlich PvE, kein PvP-Content. Ein definitiv nicht zu vernachlässigender Punkt ist auch, dass Outriders nicht nur Koop, sondern auch Crossplay unter allen Plattformen, also New Gen, Old Gen, Stadia und PC ist. Outriders Gameplay ist teamorientiert, hart, schnell, blutig und extrem effekt- und actiongeladen. Also das Spiel zielt wirklich darauf ab, dass ihr euch wahnsinnig viel bewegt, so bekommt ihr zum Beispiel nur Lebensenergie wieder, wenn ihr Gegner tötet. Also Angriff ist hier im wahrsten Sinne des Wortes die beste Verteidigung. Also alle Spieler, die sich wie aus anderen Shootern gewohnt erstmal hinter eine Deckung setzen, um Lebensenergie zu regenerieren, gucken in die Röhre und werden ziemlich schnell im Dreck liegen. Ich denke, wenn man Outriders mit anderen Spielen vergleichen müsste, würden einem als erstes Destiny und Gears of War einfallen. Ganz klar kann man hier das Sci-Fi-Setting und auch so ein bisschen die Klassen aus Destiny wiedererkennen und spätestens wenn einem die Fetzen der Gegner um die Ohren fliegen, fühlt man sich doch ein bisschen an Gears of War oder vielleicht auch Doom erinnert. In Outriders spielt ihr einen von vier Outridern und seid sozusagen die letzte Hoffnung der Menschheit, die auf einem fremden Planeten namens Enoch Fuß gefasst hat und versucht zu überleben. Aber wir sind natürlich nicht die Ersten auf Enoch, denn dort gibt es ganz viele verschiedene Alien-Rassen, die sich uns in den Weg werfen, auf unserer Suche nach einer Anomalie, die die Lösung für alle Probleme zu sein scheint. Wenn euch das Thema Story genauer interessiert, würde ich ein extra Video dazu machen, um einfach mal alles zusammenzufassen, was bereits bekannt ist. Also lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das interessiert. Und im Laufe eurer Kampagne könnt ihr einen von vier Outridern spielen. Das sind die vier Klassen, die es im Spiel gibt. Ihr könnt die komplette Kampagne solo spielen oder mit bis zu zwei weiteren Freunden, also in einem Einsatztrupp von drei Spielern. Die vier Klassen unterscheiden sich natürlich drastisch in ihrem Spielstil. Da hätten wir zum einen den Trickster. Und der Trickster ist so der Assassine, der gerne Close Quarter geht und die ganzen Gegnerhorden meuchelt. Dann hätten wir noch den Pyromancer, ich glaube, der erklärt sich fast von alleine. Hier dreht sich alles rund um Feuer, das ist so ein Mid-Range-Crowd-Control-Charakter. Dann hätten wir den Devastator, das ist praktisch das, was sich jeder Destiny-Titan-Main von seinem eigenen Charakter wünschen würde, also eine Close-Range-Tank-Klasse. Und last but not least hätten wir noch den Technomancer. Um ihn mit einem Wort zu beschreiben, würde ich sagen Techie Support Sniper. Also Long Range, Focus auf Gadgets, mit viel Support fürs Team. Ihr müsst euch natürlich auch nicht auf eine Klasse beschränken, ihr könnt frei wählen, welche ihr spielt.
Ähnlich wie man das bereits aus anderen Shooter-RPGs kennt, habt ihr 8 verschiedene Skills, die ihr im Laufe der Zeit freischalten könnt, und 2 davon könnt ihr anlegen und je nach Cooldown benutzen. Zusätzlich habt ihr natürlich noch eine Ulti, also einen besonders mächtigen Angriff. Und ich glaube, was mich bei den Klassen am meisten begeistert, ist das RPG-Level-System, denn ihr könnt jeden Charakter in 3 unterschiedliche Richtungen lenken, also ihr habt 3 kritische Pfade. Durchs Aufleveln könnt ihr dort passive und aktive Perks freischalten, sowie eben eure 8 Fähigkeiten, die ihr dann einsetzen könnt. Aber das wirklich Schöne dabei ist, dass ihr eure Klassenpunkte jederzeit kostenlos einfach zurücksetzen und neu verteilen könnt, je nach Belieben. Das heißt, es ist wirklich gegeben, dass ihr ständig euren Charakter anpasst, so dass ihr laufend neue Builds und unterschiedliche Spielstile ausprobieren könnt. Das Ganze ist auch wirklich so umfangreich, dass ich auf die einzelnen Klassen nochmal in einem separaten Video genauer eingehen würde, wenn euch das Ganze interessiert. Lasst mich das doch auch wieder unten in den Kommentaren wissen. Ein weiterer Punkt, der dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist absolut der Loot, den ihr euch verdienen könnt. Also die Rüstungen und Waffen, die ihr im Spiel bekommen könnt, sehen für meine Bedürfnisse wirklich sehr, sehr gut aus. Der Artstyle trifft genau meinen Geschmack, muss nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich finde, die Sachen, die wir hier im Spiel sehen, sind wirklich ein absoluter Augenschmaus. Aber das Schöne ist, die Sachen sehen nicht nur gut aus, sondern auf den ersten und ich würde auch sagen zweiten Blick scheint alles Essentielle da zu sein. Erstmal teilt sich der Loot auf in verschiedene Raritäten, wie immer gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und die höchste Stufe wäre hier legendär. Je nach Rarität habt ihr auf den Waffen oder Rüstungen unterschiedlich viele Perks und auch Mod-Slots. Und auch Mods haben unterschiedliche Levelstufen und können ziemlich starke Boni mitbringen. Dazu gibt es ein ziemlich gut ausgebautes Crafting-System. Ein weiterer Punkt, der erwähnenswert ist, dass es Rüstungssets gibt, die Set-Boni bieten. Wunderbar, so sollte es doch eigentlich immer sein. Aber hier nochmal ein paar der schönsten Items, die ich so in den Trailern spotten könnte, um euch ein bisschen anzufixen. Lecker. Schmeckt. Nice. Yummy. Also ihr seht, die richtige Teamkombination und Zusammenstellung des Loots macht definitiv einen großen Unterschied und ist ein großer Fokus im Gameplay-Loop von Outriders. Während ihr die Kampagne spielt, steigt ihr in World Tiers auf. Insgesamt gibt es 15 verschiedene World Tiers und je höher ihr seid, desto schwerer wird das Spiel. Das Ganze wird auch dynamisch gestaltet, das heißt, je nachdem wie gut ihr abschneidet in einer Mission, steigt oder fallt ihr sogar auch im World Tier wieder. Das ist sozusagen ein PvE Skill-Based Matchmaking, das dafür sorgen soll, dass ihr immer gut herausgefordert werdet. Allerdings könnt ihr nach Belieben auch euer World Tier frei bestimmen. Wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf Schwitzen und wollt euch auf der Couch zurücklehnen, dann könnt ihr genau das auch tun. Also sollte damit für den Feierabendzocker sowohl als auch für den Hardcore-PvE-Schwitzer immer was dabei sein. Und eine Frage, die sich, ich denke mal, vor allem die Destiny-Leute gerade so stellen. Nein, Outriders ist kein Game as a Service. Das heißt, Outriders bietet keine täglichen oder wöchentlichen Challenges an oder wiederkehrende Events oder jährliche Erweiterungen. Und obwohl Outriders eben als Gesamtpaket gedacht ist, für das ihr einmalig bezahlt, hat es trotzdem so etwas wie Endgame. Denn wenn ihr fertig seid mit der Kampagne, gibt es sozusagen eine Kampagne nach der Kampagne. Denn in Outriders kommt das Endgame in Form von Expeditionen. Kurz gesagt sind das vollkommen neue Missionen mit einer neuen Storyline, die euch Gear weit über eurem Charakterlevel bieten und auch die Besten der Besten wirklich noch herausfordern sollen. Bei letzterem Punkt bleibe ich selber noch ein bisschen skeptisch, das habe ich mittlerweile so häufig gehört, dass die Herausforderung bis zum Ende wirklich herausragend groß sein soll. Das möchte ich erstmal mit eigenen Augen sehen, aber es ist trotzdem cool, dass nicht direkt nach der Kampagne einfach Schluss ist. Auch da würde ich sagen, lohnt es sich fast ein eigenes Video dazu zu machen, denn das Endgame scheint tatsächlich relativ umfangreich zu werden. Und wenn ihr euch jetzt nach den vergangenen Minuten denkt, das klingt ganz interessant, aber ich habe mich in letzter Zeit so oft verbrannt bei Spielen, ich habe keine Lust mehr die Katze im Sack zu kaufen, dann habe ich gute Nachrichten für euch, denn bei Outriders gibt es weder die besagte Katze noch den Sack. Ursprünglich war Outriders nämlich zum Release Anfang Februar geplant, wurde dann allerdings kurz nach dem Release von Cyberpunk, ich frage mich tatsächlich warum, auf den 1. April verschoben und gleichzeitig wurde auch noch eine Demo für das Spiel angekündigt. Also wenn euch das Spiel interessiert, ihr aber wirklich sicher gehen wollt, ob es was für euch ist, könnt ihr euch die Demo am 25.02. auf der Plattform eurer Wahl herunterladen und auf Herz und Nieren testen. Das Schöne ist, der Fortschritt in der Demo wird ins fertige Spiel zum Release am 1. April übertragen.
Und ich denke, das war es auch an Infos rund um Outriders, zumindest mal grob zusammengefasst. Da kann man überall noch deutlich ins Detail gehen. Es gibt sehr viele Infos. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst es mich wissen mit einem Daumen auf dem Video nach oben oder auch gerne mit einer Info unten in den Kommentaren. Schreibt gerne rein, was ihr von dem Spiel haltet, wie euer erster Eindruck ist, würde mich wirklich interessieren. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr noch mehr Videos rund um Outriders bekommen wollt, dann bleibt doch gerne mit einem Abo mit dabei und aktiviert vor allem die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade. Von meiner Seite aus war es das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.